Bei diesem To-Do geht es darum, den Lavendel zum zweiten Mal im Jahr zu schneiden. Und zwar haben wir jetzt Ende August und der Lavendel ist durchgeblüht. Wir haben also hier oben die Blütentriebe stehen mit den Samen, mit der Samenproduktion. Und die werden jetzt zurückgeschnitten. Und wir sehen hier den Neuaustrieb. Das ist dieses hellgrüne, graugrüne. Das ist der Neuaustrieb von diesem Jahr. Wir schneiden jetzt die Blütenstängel runter und maximal ein Drittel von dem Neuaustrieb. Also Neuaustrieb und Blütenstängel. Das kann man machen mit einer guten Gartenschere. Das mache ich immer ganz gerne, weil man kann die Blütenstängel dann so greifen und dann schneidet man kurz darunter in den Neuaustrieb rein. Das hat den Vorteil, dass der Neuaustrieb sich dann im nächsten Jahr etwas dichter wieder verzweigen wird. Also wird er da ja wieder den nächsten Austrieb machen. Beim Lavendel gibt es zwei Rückschnitte eigentlich im Jahr. Der erste ist zum Frühlingsanfang, am Anfang der Saison. Dann kann man von diesem Teil hier noch mal ein Stück runterschneiden, also noch mal ein Drittel tiefer. Dann hat man den Austrieb fürs nächste Jahr wunderbar dicht und dann jeweils immer nach der Blüte. Und das hier ist jetzt der Teil, wo wir die Blüte schneiden, also im Sommer. Je nach Region ist das natürlich verschieden. Wenn der Klimawandel, der macht uns natürlich verschiedene Wärmezonen in Deutschland. Die gab es vorher auch schon, aber die verschieben sich jetzt so langsam. Deswegen kann man solche Arbeiten nicht immer zum gleichen Monat überall in Deutschland machen. Man muss halt gucken, wann die Blüte durch ist. Deswegen Schnitt nach der Blüte wäre jetzt hier so der Hinweis. Man könnte jetzt natürlich noch tiefer zurückschneiden, machen wir aber nicht, weil wir nicht wollen, dass eventuell bei einem kalten Winter hier der Frost reinkommt. Man schneidet Lavendel generell auch gar nicht bis ins alte Holz hinein. Ich zeige euch mal einen Teil vom alten Holz. Das wäre dann dieser Bereich. Also alles, hier sind natürlich die neuen Austriebe von diesem Jahr. Ideal wäre natürlich, wenn die Schnitte dann etwa so sitzen und dann im Frühling vielleicht noch mal eine Etage tiefer geschnitten wird. Aber hier in diesem Bereich braucht man gar nicht erst reinschneiden. Das treibt sehr schlecht erst wieder aus. Ja, das war der Rückschnitt im Sommer nach der Blüte bei Lavendel. Viel Spaß dabei. Wenn man es regelmäßig macht, dann kann man so wie hier in diesem Vorgarten, das ist so ein mediterraner Vorgarten, doch eine schöne kissenartige Optik hinkriegen mit diesen Lavendelsträuchern. Klar, im Alter kriegen die ein gewisses Gewicht und fallen ein bisschen auseinander. Aber wenn man es gar nicht macht, dann werden die sehr sparrig, diese Sträucher, und fallen irgendwann auseinander. Also, viel Erfolg mit eurem Lavendel im Garten.